Ibrahim Asek ist Landwirt und er ist Idealist. Oft ist er in der kleinen Stadt Meche unterwegs. Umweltfreundliche Landwirtschaft, ökologischer Anbau, dafür wirbt er jeden Tag. Vor allem geht es ihm um Erdnüsse. Die haben im Senegal eine lange Tradition. Die Franzosen, die Kolonialmacht, haben die Erdnuss in den Senegal gebracht und hier angebaut. In der Gegend wurden daraufhin fast ausschließlich Erdnüsse gepflanzt, mit enormen Folgen. Über 100 Jahre ist das her. Und auch heute noch wird jede Menge Erdnuss angebaut. Auf der Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Senegals finden sich Erdnusspflanzen, oder besser das, was von ihnen übrig ist. Der dauerhafte Erdnussanbau hat dem Boden arg zugesetzt. Erosion, ein Mangel an Nährstoffen, Wüstenbildung. Völlig ausgelaugt sei die Erde, klagen die Erdnussbauern. Pflanzen könnten kaum noch Wurzeln schlagen. Die Erdnussmonokultur hat zu einer extremen Degradation unseres Bodens geführt. Ein Verlust an Biodiversität, ein Verlust an natürlichen Ressourcen. Boden, Wasser, Bäume, Biomasse, alles ist weg. Die Erdnussernten fallen deshalb nicht gerade üppig aus. Für die Menschen in Meche wie in ganz Senegal ist das ein großes Problem. Die Erdnussindustrie ist einer der größten Devisenbringer des Landes. Doch die Exporte sind längst nicht mehr das, was sie mal waren. Im Lager der Stadt haben Mitglieder der Bauernvereinigung ihre Ernte aufeinander gestapelt. Die Flächen, die sie bewirtschaften, sind riesig. Die Ausbeute steht in keinem Verhältnis. Umgerechnet knapp 200 Euro für eine Jahresernte. Viele Bauern weichen deshalb auf andere Pflanzen aus, etwa Maniok. Was allen fehlt, ist eine langfristige Perspektive. Das ist der Grund, warum die Jungen nicht hier bleiben. Wenn sie alt genug sind und sich etwas aufbauen wollen, verlassen sie die Dörfer. Sie ziehen zuerst in die Städte und dann oft weiter nach Europa oder in die USA. Aber was dann oft passiert, ist sehr schlimm. Die Jungen sind so verzweifelt und hoffnungslos, dass sie in Boote steigen. In kleine, ganz einfache Boote, um damit den Atlantik zu überqueren. Viele von denen, die hier geblieben sind, haben sich zu einer Kooperative zusammengeschlossen und gemeinsam eine kleine Ölproduktion aufgezogen. Die geschälten und gekochten Erdnüsse werden mehrfach gepresst. Das fertige Öl verwenden die Bauern selbst oder sie verkaufen es auf lokalen Märkten. Das große Geld, die großen Ernten, diese Zeiten sind längst vorüber. Doch wenigstens ein bisschen mehr Ertrag, darauf hoffen sie hier. Felderwirtschaft ohne chemische Dünger oder Pestizide, nur so wird es gehen, davon ist Ibrahim Asek überzeugt. Wir müssen mit der Natur arbeiten, anstatt zu versuchen, sie zu dominieren. Wir brauchen eine ethisch vertretbare Produktion, das heißt eine agrarökologische, eine biologische Produktion. Das ist die Zukunft, nicht nur im Senegal, sondern weltweit. Biologische Produktion, in den Ohren vieler Senegalesen klingt das noch wie ein Fremdwort. Bald soll sich das ändern. Ibrahim Asek will dafür kämpfen.